Servus Freunde, willkommen zu einem niegelnagelneuen Horrorspiel. Ja, Slenderman ist wieder da und das neueste Spiel nennt sich Slender Rebirth und sieht optisch sehr aus wie The Arrival und hat auch dieselbe Musik. Gemacht ist das Spiel, wie auch schon die Spiele in den vergangenen Tagen, auf dem Game Jolt Asylum Game Jam 2016 innerhalb von nur 3 Tagen. Und bin mal gespannt, was wir jetzt hier so Schönes geboten bekommen. Ein wunderschöner Spaziergang im herbstlichen Wald. Das ist schon mal nice. Wofür brauchen wir eigentlich eine Taschenlampe? Es ist doch noch so schön hell. Alles klar. Ein Zeltlager und eine schöne Bank. Ist alles sehr friedlich bisher. Und ein Zettel. What the fuck? Hi! Ach, jetzt geht's erst richtig los. Jetzt muss ich Seiten einsammeln. Wie viel? Ne, wahrscheinlich 8. Falls ihr euch wundert, warum das Bild so unscharf ist, es liegt am Spiel. Ist anscheinend absichtlich. Oh, Hilfe! Okay, da war er in der Nähe. Mein Gott, jetzt steckt er hier schon seinen geliebten Wald an. So weit ist es schon gekommen mit ihm. Okay. Wo sind hier Seiten? Gibt's hier Landmarks? Da oben leuchtet was. Ah! Oh, ist ja gut, ich schere schon in die andere Richtung. Scheint nicht allzu groß zu sein. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ganz toll. So, bisher habe ich 0 Seiten. Nur mal so zur Info. Die Bäume haben keine Kollisionsabfrage. Sehr gut. Können wir auch nirgendwo hängen bleiben. Hallo, ein Feuer. Kann ich das löschen? Immerhin ist es noch nicht ganz dunkel. Die Sonne geht gerade unter. Deswegen ist Slenderman auch noch nicht so angriffslustig. Der kommt ja erst, wenn es dunkel ist, ne? Hä? Ach so, hier ist wieder Levelgrenze. Hallo, Seiten! Da vorne sehe ich irgendwas. Komische Steine. Hallo, hier ist doch garantiert eine Seite. Looky, looky. Ah, can't run! Okay. Ja, das ist ja mal was ganz Neues, Freunde. Okay. Ein Waldbrand, eine Waldbrand-Mod von Slender hatten wir bisher. Doch, hatten wir auch schon mal. In Slender The Arrival, das letzte Level, da brennt ja der Wald auch. Nur mit dem Unterschied, dass seine Tentakeln hier überall hinter uns her sind. Da scheint mir das hier ein ganzes Stück einfacher. Ich sehe ihn im Feuer. Was ist das für ein komisches Feuer? Guck mal. Das Feuer guckt mich an. Das Feuer stalkt mich. Was ist das? Oh, Kürbisse, natürlich. War ja kurz. War ja erst Halloween. Kann man das ruhig nochmal machen. Okay. Ich muss sagen, ich habe jetzt von dem Spiel auch nicht viel erwartet, wie von allen Game Jam-Projekten. Es ist halt in kurzer Zeit gemacht worden. Und ich sage immer, dass ich nicht in der Lage wäre, überhaupt sowas hinzubekommen. Ah, da ist ein Zettel. Follows. Danke, 2. Hau ab, Slendermann. Immerhin, ich hatte schon schlechtere Slender-Spiele. Gut, diese unscharfe, dieses unscharfe Bild ist ein bisschen anstrengend auf die Dauer. Hallo. Warum das so ist, habe ich keine Ahnung. Vielleicht soll es irgendwie ein künstlerischer Effekt sein. Und der nächste. Wow. Wäre ja mal der Hammer. Wäre das erste Slender-Spiel, das der Herr Daddel durchschafft. Bisher wurde ich immer rechtzeitig gewarnt. Durch Spritzeln und Bildrauschen. Keine Ahnung, ob der hier auch immer aggressiver wird. Ach, guck mal, die Tanks. Dann hat man das halbe Slender the Eight Pages einfach Copy and Paste mäßig reinkopiert. Warum auch nicht? War ja damals ein sehr gruseliges Spiel. Das nächste! Help me! What the fuck? Hey, ich habe schon die Hälfte eingesammelt. Ist es die Möglichkeit? Frag mich, ob es hier auch das Badehaus gibt.
Fand ich ja damals immer sehr, sehr gruselig im Originalspiel. Ich denke mal, wir müssen immer den Feuer folgen. Das zeigt uns, wo der nächste Landmark ist. Und da ist auch schon der nächste Zettel. Hey, ist das coolste Slender ever. Endlich mal ein Schlenderspiel, wo der Herr Duddle was reißt. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Komm schon. Ja, liebe Kinder, was macht man, wenn der Wald brennt? Nicht etwa löschen oder die Feuerwehr rufen, nein. Auf die Suche nach Papierseiten machen. Schön, dass uns auch nichts passiert, während wir ins Feuer laufen. So kommt kein Frust auf. Ja! Mist! Ah. Hallo, Schlendermann, wo bist denn du? Ich möchte dich schon mal sehen. Ach, jetzt bin ich ja schon wieder hier. Klasse. Ich dachte eben, da stand er. Ist durch diese unscharfe Bildoptik, werde ich da manchmal arglistigst getäuscht. So, 5. Noch 3 Seiten, Freunde. Dann wäre es eines der ersten Slender-Spiele, das ich mal durchschaffe. Aber hier war es schon. Hier habe ich die erste gefunden. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier lang. What the fuck? Gott! Viel zu spät gesehen. Bin ich blöd? Ich suche gerade nach einem weiteren Landmark. Aber hier war dieser Wasserturm. Bei dem war es schon. Ah! Teleportiert er sich oder folgt er mir langsam? Hm. Ich hoffe mal, er folgt mir langsam. Denn so langsam wie der ist, holt er mich nie ein. Schön auch, dass unsere Stamina nicht schwächer wird. Also wir können hier komplett durchrennen. Wie es uns beliebt. Wo sind denn hier noch Seiten? Ich denke mal immer, wo es brennt, könnte was sein. Ich finde es auch lustig, dass die Flammen kleiner werden, je näher wir hinkommen. Jetzt sieht es noch riesengroß aus, aber Achtung, jetzt nur so ein kleines Flämmchen. Putzig, putzig. So, da war ich ja auch schon, diesem komischen Mast. Oh, war ich bei dem Zelt schon? Ja doch, war ich auch schon. Hä, wo sollen hier noch Seiten sein, bitteschön? Ah! Schau hier schon ab. Da vorne noch? Da waren die Kürbisse. Da war auch gar nichts. Och. Ja, ist gut. Ah! Ich glaube, ich wäre ihm fast in die Arme gelaufen. Ist jetzt auch klar, man gruselt sich nicht mehr sonderlich bei Slender-Spielen, aber man hat immer noch so ein bisschen den Drang, wenigstens alle 8 Seiten zu finden, um es endlich mal zu schaffen. Oh, da vorne, da war ich noch nicht. Ein Häuschen! Ein Häuschen! Ist ja nett. Komm schon, leave me alone! 6 von 8. Läuft, Freunde, läuft. Ein Heuballen. Den hat er wahrscheinlich aus dem Landwirtschaftssimulator geklaut. Diese Textur. Komm, hier könnte auch noch eine sein. Bitte. Ah! Bleib anständig, Schlendermann. Lösch mal lieber das Feuer. Ach, da ist eine. Okay. Nimm, nimm, nimm. No, 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 no. Okay, eine noch. Eine blöde letzte Seite. Werden wir auch irgendwo her finden. Ich finde es auch lustig, dass der Typ, als es hell war, noch eine Taschenlampe dabei hatte. Und jetzt, wo er sie bräuchte, ist er weg. Das macht nicht so wirklich Sinn. Oh, bleibst du weg.
bleibst du weg. Ha, da ist er. Vielleicht kann ich ihn auch ins Feuer locken, dass er verbrennt. Hä? Komm schon, komm schon. Alter, wo war ich jetzt eigentlich noch nicht? Ich habe jetzt gefühlte 5 Stunden alles abgesucht hier. Aber irgendwie ist es mir nicht möglich, die letzte Seite hier aufzufinden. Ich bin langsam soweit, dem Entwickler zu attestieren, dass er vergessen hat, die 8. Seite hier ins Spiel einzufügen. Kann das sein? Das gibt's nicht. Ich suche jetzt hier schon eine halbe Stunde nach der verfluchten 8. Seite, habe jedes Landmark 5-mal umgekrempelt. Nichts zu finden. Hallo Schlendermann, wo bist denn du? Ich habe lange die Hoffnung gehabt, dass man hier in dieses Haus reingehen kann. Aber Pustekuchen. Leider nicht möglich. Schade eigentlich. Komm, Schlendermann, mach mich zu deinem Sklaven! Wo bist du? Wo ist denn der Penner? Hallo? Hier ist er! Ich kann durch ihn durchlaufen. Guck mal. Jawohl, Blowjob. Ist klar. Guck mal, was schöne Hände er hat. 1, 2, 3, 4, 5 gesunde Finger. Einen schönen Anzug. Eine nette Krawatte. Gucken wir mal auf die Schuhe. Oh, guck mal. Da könnten sich manche auf der Straße ein Beispiel nehmen. So wunderbar blank polierte Schuhe. Und obwohl er hier die ganze Zeit durch den Wald läuft. Ist das nicht schön? Ach ja, ein Schlussbild für die Götter. So, dem Entwickler bescheinige ich jetzt einfach, du hast die 8. Seite vergessen. Nicht meine Schuld, ich habe alles gefunden. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Das war Slender Rebirth. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.